In den jährlichen Special Releases von Diageo findet man auch immer wieder Singletons. Drei Destillerien gibt es, die einen Singleton produzieren: Glendalen, Glenort und Dufftown. Und jeder davon war für eine bestimmte Weltregion geplant, um dort sozusagen der Lead Singleton zu sein: Asien, Europa und USA. Der Plan war, dass gemeinsam diese drei Singletons als Marke Singleton die größte Single Malt Marke der Welt werden. Ob es Diageo wirklich gelungen ist, das so durchzusetzen, kann ich nicht sagen, denn eine Vollzugsmeldung in dieser Richtung gab es nicht. Ist eigentlich egal, denn die drei produzieren einfach schöne Whiskys, so wie diesen hier. Das ist der Singleton of Glendalen 19 Jahre aus den Special Releases 2021. Abgefüllt ist er mit 54,6% Alkoholstärke. Er lagerte zunächst einmal in American Refill Oak Fässern und hatte dann ein Finish in französischen Cognac-Fässern. Und das gibt ihm ein bisschen mehr Goldton in der Farbe und das gibt ihm vor allem eine wunderschöne, interessante Nase. Die ist sehr weich, sehr anschmiegsam, ja fast ein bisschen butterig, kann man sagen. Dann hat man Fruchtkuchen drinnen, diese Vanillenote von den American Oak Fässern. Insgesamt sehr weich, fast kein Alkohol stechen drinnen, sondern ganz rund und schön. Und dieser wirklich schöne Eindruck, der setzt sich dann auch am Gaumen fort. Der hat nicht zu viel Druck, sondern breitet sich schön über den Gaumen aus mit Vanillenoten, ein bisschen fruchtkuchenartig. Dann kommt so was Exotisches wie ein bisschen Kokosnuss dazu. Also insgesamt sehr harmonisch, angenehm zum Trinken und wirklich interessant am Gaumen. Er ist jetzt nicht sehr, sehr druckvoll, sondern diese 54,6%, die halten sich ein bisschen zurück. Die verstärken zwar den Geschmack, aber schieben nicht furchtbar an. Abgang ist für einen 19-Jährigen vielleicht nicht ganz allzu lang, aber schön. Er nach hinten hin trocknet ein bisschen ab, aber nur ein bisschen und es bleibt sehr viel Süße. Es bleibt dieses butterige Gefühl zurück. Insgesamt würde ich sagen, ein wunderschöner Whisky, der beim Erscheinen nicht unbedingt sehr günstig war. Aber wenn Ihnen das nichts ausmacht, dann haben Sie mit denen einen schönen Begleiter für angenehme Abende. Also kann ich empfehlen, gefällt mir. Und in diesem Sinne danke fürs Zusehen und Slunch.